du warst gestern in der Premiere Die Banditen. Was hat dir besonders gut gefallen? Ja, besonders gut fand ich das Zusammenspiel der Schauspieler und der Sänger auf der Bühne, ergänzt durch die Bremer Philharmoniker und die Musik. Es wurden auch so Effekte reingespielt, wie so Mickey Mousing. Das sind so Bewegungen, die in Zeichentrickfilmen dann immer noch besonders untermalt werden durch Musik. Das war natürlich sehr witzig. Hinzu kam noch der Chor, der dann auch auf der Bühne war. Der hat dem Ganzen natürlich eine Substanz verliehen, nicht nur rein massenartig, sondern auch stimmlich. Und dann ging er so im ganzen Schwarm, so von der einen auf die andere Seite der Bühne. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Gut gefallen hat mir auch das Bühnenbild. Das ist inszeniert auch von Herbert Fritsch. Der hat nicht nur das Bühnenbild gemacht, sondern natürlich das Ganze auch inszeniert. Und wenn man ihn kennt, wenn man die Nibelungen gesehen hat, weiß man, wovon ich spreche. Es war sehr reduziert. Es gab eine Räuberhöhle, es gab eine Räuberleiter quasi und mehr nicht. Alles andere schafften diese quirligen Figuren, die da ständig auf der Bühne waren. Und was hat dir gar nicht gefallen? Ja, gar nicht gefallen hat, wenn da sehr viel wiederholt wurde. Also abgesehen davon, kleine Operette wird viel wiederholend gesungen. Aber dann auch einige Szenen und einige Bewegungen, die wurden ständig wiederholt. Und da denkt man sich irgendwann als Zuschauer, ach nee, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist auch gut, auch wenn es witzig sein soll, ist es dann ein bisschen ermüdend. Wen würdest du denn reinschicken? Ja, Leute, die Spaß haben an Grotesken, am Wahnsinnigen, am Durchgeknallten. Die Operette bietet auch sehr viel Überraschungen, die will ich natürlich jetzt hier nicht verraten. Man hat einfach Spaß, man ist gut drauf und was will man mehr?